Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Und wir sind gerade so glücklich dem Tod entronnen, haben unsere Lebensenergie wieder aufgeladen, dieses Rätselchen hier gelöst. Und jetzt machen wir uns hier ab in die Tiefe. Mal schauen, was uns dort erwartet. Ich höre schon mal Trapper. Diesmal habe ich auch das Headset richtig rum auf. Das heißt, ich höre sie von rechts. Hier, oh ja. Zweimal. Bitte, dreimal. Da müsste noch einer sein. Kriege ich den auch? Nein. Nein, das war nicht nachladen. Stimmt, das hätte ich auch gleich machen können, oder? Hätte ich mir die Schüsse sparen können. Na, wurscht. Wird schon. Okay. Haben wir uns also hier der Trapper entledigt. Finden. Und da scheint jetzt nichts zu passieren. Nö, da ist hier dann immer am Rand, ist da nichts. Hier kann ich auch nicht lang. Gut, dann gehen wir wieder. Wahrscheinlich ist auf der anderen Seite auch nichts, aber das gucken wir uns eben schnell an. Nö, nichts. Rennen kann unser Feuerwehrmann ziemlich gut, das ist schon mal gut. So, lassen wir aber trotzdem mal ein bisschen zu Atem kommen. Und nach oben geht's. Eine Nahkampfwaffe hat er auch, und zwar die Axt. Und damit haben wir jetzt mal die drei Köpfchen von diesem Typ. Naja, das ist. Die beiden nach oben bitte. Okay, das war keine gute Idee, jetzt nicht noch ein zweiter. Wieso hat er eben den Arm anvisiert? Nicht gut. Ich bin Ziel nicht so gut heute. Ah, der eine haut schon mal den anderen, das ist gut. Das heißt, wir müssen noch einen Gegner. Ach ja, ich könnte die Zeit auch nutzen. So, also, Krummel. Das hier brauchen wir. Und jetzt unterbricht er uns. Ah, heute ist nicht mein Tag. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier stundenlang Animationen angucken müssen, lade ich jetzt schon mal. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Mal was trinken. So. Also hier runter. So, damit sind alle Trapper weg. Auch noch mal. So, jetzt sind die nämlich schon mal. So, dann nehmen wir das. Gehen in den Dreischussmodus. Hä? Ach, der hatte die schon. Oh Mann. Eigentlich ist das ein Gegner, wo ich in den Nahkampf gehe. Das ist, normalerweise hack ich den die Köpfe ab und irgendwie zieht der nicht. Doch nach oben. So. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich nicht mehr verwirrt. Der getroffen ist, bin ich nicht verwirrt. Ich weiß, ich bin gleich tot. Ich lade gerade wieder. Wobei ich könnte auch versuchen, hier jetzt mal richtig rumzumachen. Aber das gibt nicht viel. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht, was da los ist. Ich verstehe es gerade gar nicht. Ich mach mal eben ein Stückchen höher. So. Dann sitzt sich's gleich besser. Gerade sitzen. Vielleicht hilft das ja schon. So. Ah,
jetzt die hier platt. Dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal, dass wir das nicht immer wieder machen müssen. Also eigentlich ist es anvisieren und dann nach oben. Das visiert einen der drei Köpfe an. So, der nicht viel hat, müsste das auch gleich voll sein. Jawohl, das müsste doch reichen. Mit verschwitzten Daumen wieder mal. So. Nein, reicht nicht. So. Der Grund, warum ich jetzt eben so hin und her gelaufen bin, ist wieder, ne, wenn ich getroffen werde, ist die Steuerung umgekehrt. Dann machen wir das so einfach die gleiche Art wie bei dem einen Endboss. Wir laufen hier immer weg, sodass die. Sodass die uns nicht angreifen können. Und killen sie halt mit Magie. So, dann. So kostet natürlich Zeit. Wir sind eigentlich wie trotzige Kinder, die stampfen auf den Boden, um anzugreifen. Zweimal. Oh, das habe ich eben verpeilt. Dass das Stampfen nicht mein Angriff, sondern ihr Angriff war. Das Gewackel des Bildes, meine ich. Man sieht, dass ich ihm Schaden mache, ne? Wieso greift er die Luft an? Jetzt wollte ich mal in den Nahkampf gehen und dann greift er die Luft an. Das ist echt. So. Natürlich Vorbereitung mehr oder minder auf den Endkampf. Das beide direkt ineinander kommen. So. Und da ist einer auf jeden Fall weg. Ja, sind beide weg. Das hat gereicht. So. Dann holen wir uns die Sanity wieder. Das war nicht alles, aber das meiste. Und heilen uns eben. Oh, okay, kann man schon trinken. Und das ist natürlich auch, bevor ich speichere, gehe ich natürlich hier und lade mir die Energien wieder auf. Ja, ich wurde übrigens gefragt, was ich denn lieber mag.
eine Umarmung oder kuscheln? Da muss ich sagen, es ist ganz eindeutig kuscheln. Denn das dauert länger als einfach nur eine Umarmung. Ne? Bei einer Umarmung, das ist so ganz kurz. Und wenn man so aneinander gekuschelt sitzt irgendwo, das ist natürlich viel schön, viel angenehmer. So, hier jetzt, wie weit wir sind. Wir sind tatsächlich am Heilen. So, das kann auch noch heilen. Und dann einfach hier so ein bisschen im Kreis. So. Können wir eigentlich auch jetzt mal gucken, hier was, ob wir hier irgendwas sehen am Rand. Jetzt ganz ignoriert. Nein, also jetzt, es geht auf beiden Seiten runter, ne? Das ist hier ein langer Gang. Dann sind hier irgendwelche, das Standard, irgendwelche Löwenmosaiks, was man in so ägyptischen Ruinen sich vorstellt zu finden. Das ist wahrscheinlich das, wo wir herkommen. Also ich bin mittlerweile schon wieder so weit, dass ich nicht mehr weiß, wo ich herkomme und wo ich hin muss. So ein bisschen im Kreis laufen. Ein bisschen. Ja, eine verdammt hohe Ausdauer, der Kerl. So, ich habe dieses Kapitel im Kopf als das Kapitel, wo man viel zu wenig Munition hat und die Kämpfe verdammt schwer sind. Und das hat man jetzt auch schon gemerkt. Die Kämpfe sind verdammt schwer. Ich glaube, jetzt können wir speichern. So. Zugriff erfolgt. So. Und dann gehen wir mal in der Erwartung, dass wir dahin. Ja, wir müssen hier runter. Das sieht eindeutig nicht nach dem Gang aus, wo die Trapper waren, sondern nach einem neuen Gang. Gucken wir mal hier. Ist nichts. War hier was? Nee, das war eine Textur. Auch hier hört der Gang auf und macht einen Knick. Ist hier am Boden ein bisschen. Entschuldigung, ein bisschen heller. Da war jetzt links eine Leiter, habe ich gesehen. Da ist ein Kraftfeld. Mit irgendwas in der Mitte und ein Loch. Oh. Nein. Oder doch? Wer weiß. Hier ist recht, die scheinbar einmal anzugreifen. Ja, das ist ein 5er grüner Zirkel. Die kriegen wir natürlich. Hätten wir jetzt nicht die magische Dings genommen, kriegen wir natürlich problemlos mit der Aufhebung in 5 in Rot hin. Und weg ist das grüne Schutzschild. Und hier haben wir. Das sieht aus wie. Kann das Pius Augustus sein? Im Bildnis aus Smaragd steht auf einer Ablage. Gucken wir mal. Gucken wir mal im Prüfenfenster. Eine kleine Statue eines Gelehrten, der von einem unsichtbaren Feind gequält wird. Sie besteht aus makellosem Smaragd. Und dann ist hier noch eine Leiter. Das heißt, wir haben 2 Leitern und ein Loch in der Mitte. Kommt auf die Karte. Da haben wir es auch. Wir haben in der Mitte eine Leiter, dann das Loch, wo der Wurm rauskam. So, ich muss jetzt noch ein bisschen heilen. Voll in die falsche Richtung geblättert die ganze Zeit. So, dann gehen wir mal her und laden noch mal unsere Energie wieder auf. Der Eternal Darkness Dance. Immer im Kreis rennen, um Mana aufzuladen. So. Jetzt will ich mal was ausprobieren dieses Mal. Und zwar gehe ich jetzt her, bevor wir weitergehen, zaubere ich jetzt erstmal magische Summe. Okay, in dem will ich in der höchsten Stufe zaubern. Das heißt, ich brauche Tier und Red Gomor. Neuer Spruch, volle Stufe, ist egal. Tier, Red Gomor. Und zwar, was ich
machen möchte, ist, ich möchte das Sprechen in der vollen Stufe in Blau, sodass ich meine Magie wieder auflege. Und mit diesem Buff, der uns jetzt konstant wieder Magie gibt, sodass wir nicht laufen müssen, um Magie aufzuladen, gehen wir nach oben. Und dann haben wir hier... Dingsbums mache ich einen Bumsdings. Nur die Waffe. Gehe in den Modus und. Er hat jetzt natürlich den Zombie beschworen. Das Spiel kennen wir schon. Und das hilft dem nicht irgendwas. Nein, ich wollte tatsächlich eben schnell mal eben nachladen. Das hilft natürlich nicht so. Ich weiß nicht, ob der Schaden nimmt, wenn ich den Zauber mache. Und ich kann es auch nicht richtig sehen. Muss ich musste hier eben weg, weil der Zombie... nicht, dass der den Zombie benutzt, um seine Magie zu wirken. So. Das war auch zu lang. Warten. Ich ziele auf den Kopf. Geh auf. Und bam. Und weg hier. Wieder woanders hin, sodass der beikommen muss. Ziele auf den Kopf. Der kommt von unten. Weg. Dann machen wir es halt so. Die klassische Art und Weise. Ha, es hat genau gereicht. Ich lade eben die Waffe durch. Es hat genau gereicht. Den Finalschlag machen wir natürlich mit der Axt, weil das Munition spart. So. Weg ist er. So. Würde ich sagen, ist das doch auch wieder erstmal heilen können. Und dann speichern. Und da das mit dem Buff so gut funktioniert, erneuere ich den gerade. Der Sprüche, magische Summe 5, aufgenommen. So. Jetzt brauche ich die Karte. Das hat auch noch zwei Ausgänge. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das der, wo ich gekommen bin oder nicht. Aber das werden wir gleich sehen. Das ist nicht der, wo wir herkamen. Nein. Gut, dann laufen wir hier vorbei. Viele Zombies, noch mehr Zombies, der versucht also. Alle. Okay, das sollte die meisten schon mal erledigen. Um genau zu sein, alle. Dann final schlagen wir uns hier durch. So, damit die nicht wieder aufstehen. Ist das für ein Nebel was? Ne, das ist ein gar nichts. Ein Nichts. Das war nur ein Durchgang. Dann öfter speichern. Und wieder. Ich mache das jetzt mal so. Ich ordne das zu und zwar auf links. So. Da müssen wir nicht mehr ständig drauf. Das ist sehr praktisch. So.
Hier haben wir, was ist das? Nichts. Also wir, das ist der Raum, in dem wir schon mal waren, wo wir fast draufgegangen wären. Das ist der Raum, in dem wir fast draufgegangen wären. So, jetzt haben die uns bemerkt. Das war gut so. Die Exhibitionisten. Der ist schon mal weg. In der Hoffnung, dass es jetzt der letzte war. Dass es nur einer war. Und dann gucke ich mir den Boden an. Und der hört auf grün zu sein. Das heißt, es war tatsächlich nur einer. Sehr schön, was hat unsere Energie? So machen. Und dann, da ist auf dem Podest, ist tatsächlich, also da, ich meine, da liegt doch eindeutig was, oder? Das ist doch dunkel. Da hätte zumindest ein Untersuchen sein können. Nun gut. Weiter. Ja, das ist hier, haben wir das andere Artefakt gekriegt, dem wir weiter konnten. Das war, glaube ich, die Spitze von dem Stab war da, glaube ich. Ich wollte jetzt mal auf die Karte gehen. Ja, das heißt, wir können jetzt gerade einfach wieder zurück. So, zurück. Und ich speichere nochmal. Ich habe eben wieder kurz Pause gemacht, um zu gucken, ob jetzt neue Gegner gespawnt sind, die ich neuern kann. Weil mir die Perspektive immer den Streich spielt, dass ich nicht unbedingt weiß, wo es lang geht. So, hier war wieder nichts. Und dann geht's hier hoch. Ich erneuere meine Zauber. Und fällt gerade auf, ich habe draußen das Schild nicht hingehängt. Ich hänge draußen immer ein Schild hin, das ich aufnehme. Dass nicht auf einmal jemand kommt, hier, du, wieso bist du im Büro? Es ist ja Samstagabend. So. Dann schauen wir mal hier. Wieder runter, da war ja noch ein Gang in der Mitte. So, das ist das Loch, wo das Würmchen rauskam. Und hier, ich würde sagen, speichern wir hier direkt mal. Kann man auch so machen. So, hinauf. Ah, da hätte ich schon. Schade. Aber... Ich hab die Axt in der Hand. Probier es nochmal aus. Den Zombie hat's, abgewalzt, aber jetzt schon. Dann gehen wir halt jetzt hier ans Eck und machen so. Jetzt habe ich keine Lust mehr drauf. Irgendwie ist der mit der Axt nicht sonderlich gut zugange. Das war eben knapp. Ich war zu nah dran. Also die Sache ist ja die, er müsste jetzt eigentlich konstant, solange er leuchtet, solange er so blinkt, verliert er immer wieder Energie. So, jetzt hat er aufgehört zu blinken. Dann müsste ich jetzt wieder die Zauber wiederholen. Und da waren wir zu langsam. So.
Das ist ein Fernkampfangriff. Ja, das reicht noch nicht. Jetzt aber. So, ich weiß, ich kann jetzt einfach da drumherum, aber wenn ich dann wieder zurück muss, dann habe ich genau das gleiche Problem, dass der Kerl da steht. Und dann steht er am Ende noch direkt vor mir, das wäre noch ungünstiger. Der war eben richtig still. Das ist, glaube ich, die Todesanimation. Ja. Und damit haben wir ihn erledigt. Wieder ein Grund, einen Schluck zu trinken. Aber möglichst kein Alkohol. Es geht hier darum, Flüssigkeitsaufnahme zu betreiben. So. Jetzt brauche ich nicht mehr ständig im Kreis zu rennen, weil meine magische Energie von alleine auflädt. Zwar langsam, aber ich tue jetzt nicht mehr. Ist aber nicht schlimm. Denn jetzt kann ich ja hier den Zauber wieder machen. Und mich dann erstmal heilen. So, dann machen wir erstmal diesen Zauber. Tier, pardon, Rick, pardon, pardon, pardon. Und um das Ganze zu beschleunigen, laufe ich trotzdem im Kreis. Eindeutig was abgekriegt, wie hier schon. Das sehen wir ja auch schon hier an dem Blut, was da von der Decke tropft. So. Dann hören wir wieder auf. So, die Halluzination verschwindet natürlich nicht sofort. Werde ich den Buff erst nochmal also erneuern und dann speichern. So dass wir dann mit frischem Buff weiterspielen. So. Und dann geht's runter. Zombies, dann machen wir das Befehl da. Nein. Den hier. Ja, natürlich. Jetzt fehlt mir die magische Energie. Jetzt, wo ich sie bräuchte. Die Zombies hauen sich gegenseitig. Das ist auch schon mal gut. Ich will jetzt bitte die Waffe nehmen. Danke. Und an den gehen wir vorbei. So. Natürlich hat er jetzt einen neuen Zombie beschworen. Ich hätte eben warten sollen. Das ist übrigens ein blauer. Das sieht man auch, der Boden hat einen blauen Mist um sich rum. Jetzt habe ich nur das Problem, wieder die Kameraperspektive ist Mist. So, machen wir das mal so. Da ist der blaue Zombie. Den der blaue Typ natürlich auch nutzen kann. Jetzt etwas doof, aber ich muss das jetzt hier so. Okay, ich glaube, das war's schon. Okay, der blaue ist nicht sonderlich stark. Sehr fein. So, beide weg. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einfach so. Und speichern wieder. Und dann gucken wir noch mal, was in der nächsten Kammer ist. Und nach der nächsten Kammer beenden wir dann auch die Folge. So, reingucken mit unserer Feuerwehraxt.
Also das ist so. Das war einfach. Und dann würde ich sagen, hier speichern wir jetzt erstmal nochmal. Und ich verabschiede mich von heute. Von heute, nein, der Tag geht noch ein Weilchen. Ich verabschiede mich für heute von euch. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei Party spielt Eternal Darkness. Ciao, miau.